MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Freunde, bumst da mal gewaltig den Abo-Button. Wir sind auf der Straße zu 100k, wisst ihr Bescheid, Freunde. Ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Video übersetzen kann, in dem es darum geht, wie Rex erfahren haben soll, dass Anakin Darth Vader ist. Und nachdem ich es mir angeschaut habe, by the way, ist unten verlinkt, dachte ich mir, yo, das können wir machen. Aber ich werde es jetzt nicht direkt übersetzen, weil ich habe da noch ein bisschen was anderes zuzusagen. Also fangen wir doch mal an. Als Obi-Wan auf Tatooine war, erfuhr er, dass Anakin aka seit neuestem Darth Vader tatsächlich noch lebt. Auch Ahsoka erfuhr das, was wir ja in Rebels gesehen haben, und was Rex betrifft, dort gibt es einige Gründe, warum er es auch erfahren haben könnte. Wichtig dabei ist Ahsoka. Wir werden ja in der 7. Staffel von The Clone Wars Ahsoka zusammen mit Rex operieren sehen. Er wird, da können wir uns relativ sicher sein, irgendwann von der Order 66 in irgendeiner Weise erfahren, und somit werden er, Gregor und Wolf ihre Inhibitor-Chips entfernen lassen. Während Anakin mit Teilen der 501. in den Jedi-Tempel marschiert, um dort paar Jünglinge mit seinem Lichtschwert zu streicheln, chillt Rex mit Ahsoka auf Mandalore. Dort werden die dann ja entkommen und Captain Rex weiß aber sicherlich nicht, dass Anakin jetzt zu einem Super-Emo namens Darth Vader geworden ist. Erkennt er den Namen Vader wahrscheinlich noch gar nicht. Als nächstes sehen wir ihn dann aber in Rebels. In Staffel 2 kommt es zur Wiedervereinigung von Rex und Ahsoka. Ahsoka selber weiß da auch noch nicht so sicher, dass Vader Anakin ist, was sich aber dann halt beim Kampf auf Melkor im Tempel, wo es dann klar wie Kloßbrühe wird für die Toguta, ändert. Da sie selber nicht Bescheid wusste, ist es auch äußerst unwahrscheinlich, dass Rex da schon Bescheid wusste vor Ahsoka, was für ein kastrierter Gruft die Anakin geworden ist. Wir wissen ja außerdem auch, dass Ahsoka und Rex seit ihrer Trennung nach Mandalore und der Order 66 sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gesehen haben, bis halt dann in Rebels. So, während Rebels passiert dann auch nichts in der Hinsicht und dann erfahren wir halt erstmal nichts weiter über Rex, bis wir dann von Dave Filoni hören, dass er sich sicher ist, dass der Typ aus Episode 6 Rex sein soll. Wenn man zum Beispiel auf Wikipedia schaut, dann findet man da zwei Namen, einmal Nick Sand und einmal soll das Captain Rex sein, und man ist sich halt nicht wirklich sicher. Filoni sagt aber, warum sollte da sonst so ein alter Weißbart tragender Typ im Krieg kämpfen? Insofern kann das sehr wohl sein, dass das Rex ist, aber um nicht zu lange jetzt zu spekulieren, sei Folgendes gesagt: Es ist bestätigt, dass Rex in der Schlacht von Endor mit dabei war, nur die Frage ist, ob er halt der Typ in Episode 6 war oder nicht. Wenn wir mal kurz out of universe die Dinge betrachten, dann war wahrscheinlich ursprünglich geplant, dass das Nick Sand ist, ein Typ, der nicht großartig von Bedeutung ist für die Story, aber da er halt nicht so bedeutend ist, könnte man das theoretisch ändern, oder vielleicht war er es ja auch. Jetzt, wo es aber halt Legends und Kanon und so weiter gibt, weiß man das sowieso nicht genau, aber wie gesagt, Rex war auf jeden Fall mit von der Partie, das wissen wir durch das Rebels-Finale. Es besteht also sehr wohl die Möglichkeit, dass er herausfand, wer das war, denn erstens, Darth Vader war das Gesicht des Imperiums, oder besser gesagt, die Maske des Imperiums, und wer weiß, an was für Informationen Rex während dieser Zeit gekommen ist. Doch es gibt noch einen Indiz dafür, dass Rex es erfuhr, denn ich habe ja bereits ein Video gemacht, das später auch im Abspann verlinkt ist, wenn ihr es genauer erfahren wollt. Darin geht es um die kommende Animationsserie mit Ahsoka, die nach Episode 6 und vor Episode 7 spielt. Ist sie offiziell bestätigt? Nein. Allerdings kommt diese Info von den Quellen, die Episode 9 richtig geleakt haben, die High Republic-Ära vorausgesagt haben und so weiter. Also das ist jetzt nicht mal einfach nur einfache Spinnerei im Internet. Das kann man durchaus ernst nehmen, nur weiß man natürlich nie, ob Änderungen kommen oder die Show gecancelt wird oder was auch immer. Dennoch, in dieser Show wird Ahsoka, so heißt es, sich auf die Suche nach Ezra begeben. Und wer begleitet sie da? Sabine und Rex. Wie Rex das mit dem Alter noch hinkriegt, weil er ist ja ein Klon mit beschleunigter Alterung und so weiter, das erfahrt ihr auch in dem Video. Das heißt also, nach den Geschehnissen von Episode 6 kommen Ahsoka und Rex nochmal, wie es aussieht, in dauerhaften Kontakt, und so kann es durchaus sein, dass Rex erfährt, dass Anakin Darth Vader war, denn wie gesagt, Darth Vader wurde auch durch die Jahre immer berühmter und berühmter, und es kann gut sein, dass er durch Ahsoka zum Beispiel oder vielleicht auch irgendwie anders erfährt, dass Anakin der dunklen Seite verfallen ist. Entweder sie sagt es ihm irgendwann oder er kommt auf
aufgrund von irgendwas auf die Idee und spricht dann Ahsoka darauf an oder so. Also solange Ahsoka nicht gezielt vermeidet, Rex das zu sagen, wird er es wohl erfahren haben. Vielleicht erfahren wir ja wiederum, ob das dann auch wirklich so ist, durch entweder die Animationsserie, wenn sie rauskommen sollte, oder durch irgendeinen wichtigen Comic oder einen Roman. Denn in Comics zum Beispiel wurde auch schon das ein oder andere geleakt, was von höherer Bedeutung war, oder auch in Romanen. Doch Leute, was glaubt ihr? Ballert's mal in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, das Video zur Ahsoka-Serie könnt ihr auch hier im Abspann jetzt euch reinziehen, wenn es da nicht mehr ist. Dann findet ihr es im angepinnten Kommentar. Ansonsten, wie gesagt, bumst den Abo-Button, denn hier werdet ihr über all sowas auf dem Laufenden gehalten oder auch in der Zwischenzeit mit weiteren spannenden Videos unterhalten. Insofern flex mal die Abo-Glocke weg, checkt den MMOGA-Link ab, wenn ihr massig beim Suchten sparen wollt. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.